Get out of the car. Weil eine Störung in einer McDonald's-Filiale in San Antonio gemeldet wurde, ist der texanische Polizist vor Ort. Er trägt eine Bodycam. Dann entdeckt er ein Auto, das ihm bekannt vorkommt. Er meldet an die Zentrale, dass der Wagen am Vortag vor ihm weggefahren sei und sich der Kontrolle entzogen habe. Die will er nun nachholen und geht auf das Auto zu. Er fordert Verstärkung an, da er davon ausgeht, dass der Wagen gestohlen sein könnte. Doch auf die Verstärkung wartet er nicht. Es ist etwa 22.45 Uhr, als er die Tür des Autos öffnet und den Fahrer auffordert, auszusteigen. Get out of the car. Doch der fährt sofort los. Die Fahrertür trifft den Polizisten, der schießt. Shots fired, shots fired, shots fired. Am Steuer sitzt ein 17-Jähriger, der später mit Schusswunden ins Krankenhaus kommt, doch er überlebt. Seine ebenfalls 17-jährige Beifahrerin bleibt unverletzt. Die Bodycam-Aufnahmen des Beamten hat die Polizei von San Antonio wenige Tage nach dem Vorfall veröffentlicht. Der Polizist hatte weniger als ein Jahr zuvor die Polizeiakademie abgeschlossen. Er war seit 7 Monaten im Dienst. Die Probezeit für neue Beamte beträgt ein Jahr. Unter diesen Umständen beendete die Dienststelle das Arbeitsverhältnis des Beamten auf Probe aufgrund seiner Handlungen während dieses Vorfalls. Er verstieß gegen die Taktik, Ausbildung und die Verfahren der Abteilung. Alle Schießereien, an denen Beamte beteiligt sind, werden dem Bezirksstaatsanwalt zur Überprüfung vorgelegt. Die Untersuchungen dauern an. Bis zu ein Jahr könnten die Ermittlungen am Ende dauern. Die Beweislage gegen den entlassenen Polizisten ist allerdings einigermaßen erdrückend. Get out of the car.